Nene, sag nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killerboy-Rats, bist in Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufhörst, immer musst und dich packt der Fuß, dann sing Nene, Nene, Nene. Henry, bitte iss deine Suppe ordentlich. Ich esse meine Suppe schon ordentlich. Henry, nimm deinen Löffel. Ich esse mit dem Löffel. Mama! Du bist schrecklich, Henry. Sieh dir mal den Tisch an. Ich habe keine Flecken gemacht, Mama. Hör auf! Henry, mit dem Essen wirft man nicht rum. Können wir sonntags nicht mal ganz normal zu Mittag essen? Das ist ein ganz normales Mittagessen. Ich bin auch ganz normal. Schrecklich benehme. Ja, morgen will ich mal so sein wie Henry. Ich bin mal ganz schrecklich! Alle aufstehen! Wie das hier überall aussieht. Großtante Grete kommt heute zu Besuch und ich möchte, dass sie euch von eurer besten Seite zeigt. Großtante Grete? Sie denkt, ich bin ein Mädchen. Na los, Peter. Jetzt hast du die Gelegenheit, schrecklich zu sein. Nein, Peter. Du bist auf die Welt gekommen, um brav zu sein. Mach, dass du abhaust. Jetzt komm schon, Peter. Sei richtig schrecklich. So, meinen Schlafanzug lege ich nicht ordentlich zusammen. Und außerdem mache ich heute auch mein Bett nicht. Das ist wirklich schrecklich. Und das ist sogar noch schlimmer. Guten Morgen. Peter, was ist denn das? Ich weiß. Ohohoho, ganz schön schlau, mich daran zu erinnern, dass heute Waschtag ist. Na los, Peter. Da musst du dich schon ein bisschen mehr anstrengen. Stimmt. Ich werde ab sofort noch viel schrecklicher sein. Gleich nach dem Frühstück. Geh mir aus dem Weg, Zwerg. Blödes Unkraut. Du wusstest, dass Tante Grete heute kommt, stimmt's? Henry, was machst du da? Ich sammle Nacktschnecken. Schau, und ich habe schon ganz viele. Wie schön, Henry. Tja, aber bitte, mach meine Blumen nicht kaputt. Erzähl keine Märchen, Henry. Es stimmt. Ich habe ihn nass gespritzt. Tja, Henry, dann hättest du aus dem Weg gehen sollen, wenn Peter die Blumen gießt. Was ist eigentlich mit dir los? Du bist nicht der Einzige, der sich schrecklich benehmen kann. Das nennst du schrecklich benehmen? Pah! Henry, wie
du wieder aussiehst. So kannst du dich vor Großtante Grete nicht sehen lassen. In die Wanne, sofort. Aber... Sofort. Das zahle ich dir heim. Peter, sei so nett und bring den Eimer mit den Schnecken weg. Wir wollen doch nicht, dass Großtante Grete die sieht. Oh, das ist nicht zu glauben. Was muss ich denn noch alles anstellen, damit ich Ärger krieg? Peter, sei so lieb und leg die für Großtante Grete auf den Wohnzimmertisch. Ja, Mama. Oh, Pralin. Peter. Du denkst doch nicht etwa das, was ich glaube, was du denkst. Mach schon, Peter. Los, du kannst es. Jetzt bin ich aber durch und durch gemein. Und ich hab sogar mit vollem Mund geredet. Ach, wenn ich König bin, darf niemand schrecklicher sein als ich. Mein lieber, braver, schleimiger Zwerg von Bruder schon gar nicht. Hallo, Tante Grete. Wie schön, dass du uns mal wieder besuchst. Ja, schon gut. Oh, was ist denn mit euren Blumen passiert? Oh, die waren für meine Pressblumensammlung. Ach, was du nicht sagst. Oh! Henry, deine Großtante Grete ist da. Benimm dich und wage es ja nicht, ihre Pralinen anzufassen. Pralinen. Hallo, Tante Grete. Willkommen. Hä? Meine Schnecken. Wie kommen die denn da rein? Peter. Peter hat das gemacht. Wow. Ich bin beinahe beeindruckt. Hallo, Tante Grete. Hallo, mein Lieber. Musst du immer noch so stinken, Tante Grete? Das war echt schrecklich. Nein, Schätzchen, ich muss schon lange nicht mehr hinken. Komm, du musst die Pralinen probieren, Tante Grete. Die haben wir extra für dich besorgt. Oh nein, kommt nicht in Frage, dass das auf Peters Konto geht. Bist du ja, Henriette? Ich bin ein Junge. Ach, du siehst deiner Großmutter immer ähnlicher. Komm her und gib deiner Großtante Grete einen schönen, dicken Kuss. Hör auf, herumzuhampeln und setz dich hin. Ich hol den Tee. Mal wieder Hummeln im Hintern, Henriette? Nein, Tante Grete. Bitte schön, Tante Grete. Eine Praline? Oh, ich liebe Pralinen. Peter, du bist so ein lieber, aufmerksamer Junge. Oh, die Schachtel ist ja leer. Sie ist leer? Sie ist leer? Henry! Verlässt uns schon, Tante Grete. Oh. Besuch uns bald wieder. Das war wirklich schrecklich von dir, Henry. Einfach schrecklich. Oh, vielen Dank. Aber Mama, das hab ich gemacht. Geh sofort auf dein Zimmer, Henry. Und Fernsehen ist für heute gestrichen. Ich bin der Schreckliche in diesem Haus. Vergiss das ja nicht. Oh, danke, Peter. Du bist so ein braver Junge. Du bist so ein braver Junge, Peter. Mal ganz ehrlich, Peter. Im Schrecklichsein bist du miserabel, aber hervorragend im Bravsein. Aber verzieh dich jetzt endlich. Von
Von jetzt an bin ich wieder der allerperfekteste Junge, den es gibt. Peter! Henry! Das ist nicht fair! Nein, das ist schrecklich! Ha 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 ha